Weiter geht's jetzt mit Part Nummer 8 des Minecraft Let's Plays. Im siebten Part war ich jetzt auch hier wieder am Sandstein kloppen. Jetzt kaputt machen, dass wir jetzt auch noch weitermachen. Sorry wegen dem Leck am Anfang. Leck meint es anfangs ein wenig. Wird sich aber gleich stabilisieren. Ich schraube mal die Ränder des Tanks runter. Ränder des Tanks. Sichtweite auf 4 Chunks runtersetzen. Damit sie ein bisschen flüssiger laufen. Und dass der Sand nicht wegschlägt. Ich glaube, ich werde auch gleich zurückkehren. Dann werde ich noch kaputt machen, ne? Und dann werde ich aufhören, hier weiter. Aber erst einmal aufhören und beginnen mit der Pyramide zu bauen. Ab Part 9 werde ich sie bauen. Ab Part 9 möchte ich damit beginnen. Dann müssen wir sonst mal hierher laufen zum weiteren Sandstein machen. Wasser rein. Boah, wie Sand hier noch ist. Da werde ich bestimmt eine große Pyramide bauen können. Auf dem Sandstein, was ich hier war. Und habe ich noch Schaufel. Schaufel habe ich noch welche. Ich werde dann spätestens bei Tagesanbruch losgehen. Dauert noch 5 Minuten. Tagesanbruch. Ich kann nur halt dies nicht. Hier natürlich hier. Ich muss hier kein Wasser drin haben, aber. Nutzen, dass wir wieder auf das hier aufgemacht wird, dadurch den ganzen Sand wegzuschaufeln. Ich dürfte nämlich an. Also sonst würde ich jetzt gleich machen, einen Tag pro Tag hochladen. Würde das reichen, einen Tag pro Tag hochladen? Oder muss ich. Oder muss ich auch nur alle 2 Tage anhungern. Also was ich maximal könnte, wären 3 pro Tag, aber das ist, glaube ich, einfach zu viel auf einmal. 3 Parts in einem Tag. Und wir müssen dann für 10 Stunden lang durch das Hochladen laufen. Will ich natürlich auch nicht. Wenn ich deswegen stundenlang auf PC setzen müssen. Ja, das läuft doch ein bisschen flüssiger. Der Sand wird auch langsam unspektakulär, hier weiter den Sand abzugraben. Deswegen werde ich auch gleich das mal hier auf zu diesem anderen. Eine Schaufel habe ich noch, die ich die aufgebraucht habe, gehe ich wieder los, oder? Wenn es hell geworden ist. Ich muss dann die ganze Nacht durchgegraben. Ich bin schon wieder müde. Ich muss dann von der Nacht den Schlaf nachholen. Ich glaube, ich werde die Schaufel erst aufbauen, bevor es hell geworden ist.
Oh, hier so viel weggegraben. Da liegen die ganzen Blöcke noch rum. Könnte ich hier mit der Spitzhacke weitermachen? Ah, ich habe. Die Nacht ist gleich vorbei. Schaufel werde ich mit ungefähr zu seinem Zeit verbrauchen. Und die Nacht ist hier so lange, dass es zu Ende geht. Die Nacht wird jetzt langsam dem Ende entgegen. Also, ich kann das eigentlich schon sehen, dass der Morgendämmerung einsetzt. Jetzt an die Morgendämmerung und an. Die Nacht ist zu Ende. Und mein Schaufel ist aufgebraucht. Dann werde ich gleich wieder einen neuen Tag genießen können. Und jetzt laufe ich erstmal nach Hause. Jetzt muss ich hier durch den Wald durch, dann ist es ja noch dunkel, wenn ich hier durch den Wald laufe. Aber es wird langsam hell. Es ist langsam hell aus Osten her. Aber ich will sonst eigentlich nur ein Feature einbauen, dass die Nächte unterschiedlich lang dauern. Aber jetzt hört die Nacht langsam auf. Also jetzt, ich komme wahrscheinlich nicht bevor, also ich komme nicht bevor die richtig hell ist an. Es dauert einfach zu lang und die. Der Mond wird auch langsam untergegangen. Die Sterne sind weg und die Sonne ist da. Jetzt ist wieder Tag. Es ist jetzt wieder Tag. Und dann müssen wir überlegen, wo ich die Pyramide hinsetzen würde. Wenn ich die da mache. Jetzt haben wir einen schönen Vormittag. Jetzt geht es erstmal wieder zurück nach Haus. Kann ich mal Samen mitnehmen. Ich glaube, das werde ich umbauen, wenn ich rede. Ein paar schöne Blumen vielleicht. Das Haus als Dekoration. Natürlich die Pyramide. Ich würde sagen, wenn ich in der Pyramide unterbringen werde. Hier ist kaputt machen, dann ist er auch schon das Haus da. Ist da ein Haus da, ist ein Lavasee, also. Mein Haus ist in der Nähe des Lavasees. Da steht's ja. Da habe ich mich dann niedergelassen, ne? Das ist eine gute Lage direkt an einem Lavasee. Kann ich den mal aufladen. Jetzt bin ich wieder zu Hause und werde von dem Sand zu Sandstein craften. Wo habe ich den hier gesandt? Da ist Sand. Sand. Noch mehr Sand. Das ist ein Stein, das ist Sand. Das ist noch mehr Sand. Noch mehr Sand. Noch mehr Sand. Noch mehr Sand. Und noch mehr Sand. Das ist ein Stein, das hier ist Sand. Was ist denn hier noch alles Sand? Da ist noch Sand. Das hier ist alles Sand. Aber so geht das ja mit dem Sandsteinquarten. Also muss ich das nochmal wieder rausnehmen. Kann man hier sowieso lesen, was Sand ist. Das hier ist Sand, ist hier noch mehr Sand, da ist noch mehr Sand.
Noch mehr Sand. Hier ist nochmal Sand. Dieses 12. Jenseits. Vorsicht, eine Sandsteinstecks hier. Im Ofen sind 14 Goldbarren und da kann ich nochmal mal dazu schmeißen. Eisenbarren, Golderz. Deswegen brennt das nicht. Jetzt fängt er an, das Gold zu verarbeiten. Jetzt habe ich schon 52 Goldbarren. Und ich könnte eigentlich anfangen mit der Pyramiden, mit Pyramidenbau. Ja, jetzt noch nicht mit dem Sandstein, aber erstmal hier eine Fläche davon glätten. Also würde ich noch mal ein paar drei Schaufeln craften. Wo könnte ich die Pyramide bauen? Also hier direkt am Haus will ich natürlich keine Pyramide stehen haben, also hier soll die nicht entstehen. Also hier hinten auf der Flachlandebene. Also hier hinten diese flache Ebene will ich nutzen. Wenn ich hier anfange wegzugraben, also hier die flache Ebene. Um hier anzugraben. Gleich hohe Fläche entsteht. Und das war schon zu viel weggenommen. Also hier soll die entstehen. Dann mache ich mal eine möglichst große Fläche, ganz schön glatt. In meiner Niederlassung aus, wie man sehen kann. Beenden die Schaufel aufgebraucht wird. Hoffen wir mal, dass jetzt der Podcast euch gefallen hat. Dann gebt einen Daumen nach oben. Und für die Pyramide auch.